Einen schönen Freitagabend wünsche ich euch allen miteinander da. Beim Oldgamer. Mit dabei ist der Tim. Servus. Und der Dominik, der Steini. Servus miteinander. Matthias, grüß dich, servus, schönen Abend dir. Wünsche ich dir. So, na gut, wir sind auf der Talbach. Ihr erkannt und. Teil beim Pflügen, Teil beim Ding und alle machen ein bisschen was. Hoppala, und der fährt retour. So, der Jockey kommt dann später vorbei, der macht noch seine Aufnahmen ganz kurz. So, Mathis ist ja da, wahrscheinlich ja. Und der Marvin ist auch irgendwo so unterwegs. Marvin, servus. So, gesperrt darf keiner sein, ich habe vorher geschaut, aber da sind wir sie nicht, bin ich mir nicht 100% sicher. Ach, gerade bin ich ein gestinges Lenkrad gegangen, jetzt geht es schon wieder nicht. Ich sag da das. Ach ja, das kann es nicht sein. Ah, da ist er schon dabei. Gut, Marvin, und dir? Alles Palette? Ah. Mal Ja, kurz. genau. Wo sollen wir jetzt bei dir mitmachen oder wie machen wir es? Jo, kann jetzt ruhig einer da herum mitpflügen, noch mal mehr, Mega, ein damit er ganz schnell. Ja. Schoki sein. Max, servus, grüß dich. Döner, Matthias, Döner ist da. Na schön, Mahlzeit. Mahlzeit dann, gell? Max, schön, dass du wieder mal da bist, ja. Es freut uns. Wie gesagt, Jockey kommt dann etwas später dazu. Er macht noch die Aufnahmen. Also eine halbe Stunde, Stunde wahrscheinlich. Ah, es wird aber auch nicht so lange gehen. Junge, du kannst schon noch kommen, weil der 20er dieser Wiesen habe ich so gesehen, sag ich. Jetzt zu 20 gefahren, du hörst schon. Ja, aber das ist eine Wiese. Ja, heißt, haben wir das schon alles, ja, gell? Das haben wir das letzte Mal gemacht, gell? Wir haben Heu und Stroh ist jetzt im Futter. Jetzt warte mal, ich schaue mal nochmal genau, das interessiert mich jetzt selber. Weißt du, ja, Wochen ist immer eine lange Zeit, gell? Ja, es bleiben mir Silage und Mineralfutter. Ja, Mineralfutter kannst du nur kaufen. Ja. Das gibt's auch nicht extra. Aber wir könnten nächstens dann das Gras an den 20er dann noch mehr, dass wir dann. Und dass man es einfach in der Silage. Ja. Marvin, wieso warst du vor 2 Wochen traurig? Ja, das Kind muss man eigentlich machen. Tim, weißt du? Ja, heute die Mehrwerke, Junior. Kannst du aber gleich die Schwarz anlegen, was du magst, gell? Also Ja, normal sollte nein. es aber eingestellt sein. Weil sonst wieder verkehrt gehen. Weil Joachim hat mit VCA, glaube ich, gearbeitet. Was ist das? Ja. Geht. Okay, naja, das ist schlimm. Ja, mit den Haustieren ist das immer so. Oh. Tim, wenn du singst, hört man das. Ich hab doch gar nichts gesagt. Achso, wir hatten dann Nicht? gesungen. Also ich nicht, aber ich will. Okay. Dann hat sowas in der Leitung. Und danke für die Likes auf alle Fälle, gell? Jetzt, Didi? Ja, red noch. Komisch. Ach Gott, bin ich blind. Oh, ja. Passt schon. Ja, auf Blau muss ich schon stellen, gell?
Ja, genau. Ich denke mir schon, was wandert denn das also? Ohne auf Blau wird das nicht funktionieren. Das muss ich da einmal sagen. Ja. Ja. Das muss ich einmal sagen, der Jan. So. Ich schau dann einmal sicher zu meinem Studio noch, aber es sollte normal passen. Normal sollte es passen. Ja, am Anfang ist immer. Na, ah, ich hab's eh gesehen, trümmert Marvin, ich war eh trümmert. Also, dann hätten wir es mit der Ladewagen dann haben von China, in Silo eine verdichten. Weißt du? Ja, dann hätten wir ja mal ein bisschen Silage. Bei der Mais, ja. August, September, wahrscheinlich erst Oktober nicht mehr, gell? Weil jetzt kann man noch nicht häckseln, glaube ich, im Mais, gell? Aber den können wir noch machen. Wenn der Jockey da ist, weißt du, wenn wir mehrere sind. Ja. September, ja, ja. Wenn wir zwei fahren, einer verdichtet, weißt du? Ja, einer ja, mit dem Häcksler, da brauchst du die, da brauchen wir schon alle vier jetzt dann, gell? Dann werden wir da auf die Felder gleich herüben. Auf die großen werden wir gleich was anbauen. Stroh. Nein, wir brauchen unbedingt ja die Schweinefuttererzeugung, gell? Ja. Das müssen wir mal koordinieren. Genau. Weil sonst haben wir wieder einen Ballerwaldspanant. Dann mal schauen, was wir da brauchen. Ah, Häckselgut, Zuckerrüben, Kartoffeln. Ja. Genau, Marvin, ja. Ja, da war ich nicht so gut drauf. Am Sonntag. Da habe ich dann so ein bisschen gespielt und was anderes. Ja, weißt du, Marvin und Wolle, es kommt der Sommer jetzt ein bisschen. Und ja, da sind halt dann andere Sachen einmal nebenbei zu machen. Im Winter ist das ein bisschen anders, gell? Dann ist draußen Gartenarbeit und wieder die Familie ein bisschen mehr und ja. Morgen, am Sonntag wird es auch kritisch werden. Vielleicht gegen am Abend so ein, zwei Stunden. Ich weiß es nicht, weil wir haben Feier, gell? Oh, ja, so gesehen. Stefan, servus. Servus. Grüß dich, mein Freund. No? Wie geht's? Alles okay? Nein, wie gesagt, und da wird es halt immer ein bisschen weniger Sand um ins Trimmen im Sommer. Wir müssen überlegen, ob ich ein bisschen Videos etwa mache oder was, weil es wird nicht immer möglich sein. Dann ist die Erstkommunion von Kleinen und ja, dann bin ich in der Therme eine Woche fort und so weiter. Also ein bisschen relaxen mag man auch. Man hat ja noch ein anderes Leben, oder? Ja, alles okay. Alles okay. Heute wahrscheinlich später ein bisschen dran, gell? Oh, Ostland gehen wir. Servus, grüß dich. Servus. Bisschen LKW zum Service gehabt und ja, das sind halt solche Sachen. Dann ist man gleich ein bisschen später. Der Tag gestern war anstrengend. Ja, bei mir die ganze Woche. Eher man denkt wahrscheinlich, dass man auf einen Zuckerrüben oder die Kartoffeln anbauen, je nachdem was er braucht, eins für die Erdfrüchte. Ich glaube Zuckerrüben sind besser zum Ausnehmen, gell? Ja, irgendwie. Im Endeffekt vom Ausnehmen her nimmt sie da nicht viel was. Dalbach, Dalbach. Ist das. Ist ja die
dritte Folge oder vierte. Na, dritte steht um. Okay. Was hast du gehabt, vielleicht, Stefan? Auch viel Stress in der Arbeit, oder was? Und das haben wir mal im Merkur nicht dabei. Das haben wir eigentlich noch nicht gespielt mit denen. Das ist Standard. Nicht einmal der Mut, weil der war auf der Mappen drauf. Und wir haben gesagt, wir bauen sich das eigentlich im Großen und Ganzen auf einmal. Das ist mal was anderes. Nicht wie der Steini sonst immer spielt. Darf man ja sagen, gell? Oder, Dominik? Ja. Nein, der. Er ist eigentlich immer der Produzent, sozusagen, gell? Ja. Und man muss einmal ein bisschen was halt anderes. Man muss ein bisschen was anderes auch machen als wir machen, sonst wird es halt fad. 16 aus gemäht, na schön. Viel Ware die Woche. Ja, das ist. Sei froh, dass du noch alle auch nicht kriegst. Da stimmt aber was nicht. Wieso? Da ist irgendwas die VCA verstellt oder nicht die eigene. Ja, aber wahrscheinlich vorher wird es gegangen sein, gell? Aber du wirst nochmal die Breite ermittelt haben und dann war der Pflug umgedreht, gell? Genau. Und das war der. Das ist ein bisschen Handicap dann. Ah, okay. Was? Du hast ja nochmal die Breite ermittelt, gell? Und das genau. War das war aber hundertprozentig eingestellt, weil die Spur mit meinen kannst du nicht nehmen, weil ich habe 3,30 Meter und du 3 Meter, glaube ich, gell? Mhm. Also geht's gar nicht so, aber. Boah, jetzt hast du mich einfach gestessen. Aber vorher hat es funktioniert. Naja, ist nur wenn gerade verfügbar. Ja, du sagst das ja. Und war der beim Thomas gar nicht dabei? Stefan. Ich war zwar drinnen, aber ich habe nichts gehört, weil ich war dann in der Werkstatt und habe da zugeschaut. Von Handy aus und da habe ich den Ton leiser gestellt gehabt. Jetzt wird es blöd, entweder du fängst auf der Herüberseite dann an oder es ist jetzt schwierig, was du da mit den Braten gemacht hast, verkehrt, was? Mhm. Oh, Mücke! Servus, Mücke! Grüezi! Irgendwie sitze ich heute schlecht, irgendwie tue ich heute schlecht, so. Ah, gestern war es dabei. Gestern habe ich keine Zeit gehabt. Gestern habe ich nicht einmal reingeschaut. Das ist ein Schande über mich, aber ich bin gestern nicht dazu gekommen. Ich habe es zwar gesehen, aber nicht um die Burg. Jetzt habe ich da ein bisschen Geräte gesucht im Will Haben, also Real Life. Und ja, bin ich dann ehrlich gesagt zwar nichts. Oh. Was ist? Ach, hier ein Schlag vorne los. Ach so? Ja, der, ich hab vorher einen Baum gehabt. Ah, okay. Baum oder Stein, ist egal. Mücke, und wie geht's dir? Stein, die alter Franke. Servus. Danke für die Like. Ich sieg's zwar nicht, es bewegt sich nicht. Irgendwie spinnt momentan mein ganzes Studio seit 2 Wochen. Ich sollte da ein Update machen, aber ich traue mich nicht, weil das letzte Update habe ich dann 2 Stunden wieder neue Einstellungen und alles gemacht. Steine sucht Steine. So ungefähr, ja. Gar nicht, hat sie mich glaubt da hinten hineingekurrt. Boah, um 4 geht er weg. Ja, so wie jede Woche bei mir, unter der Woche. Morgen einmal nicht, morgen muss ich nur einen LKW holen von der Werkstatt.
Ja, aber auf Service. Eben, bist du schon mein? Klar. Chlor, da hört man nicht viel. Und Chlor. Nee, das fault, wirst du sehr, was grüß dich. Servus. Bravo. Ich liebe den Nebenjob. Naja. Naja. Ein guter Nebenjob. Einer, der hat bald gesagt, wir werden bald reich sein, oder wie? nicht mehr, nicht mehr. Okay. Ich war 15 Jahre lang. Aber wie die Osterweiterung gekommen ist, wo ich da irgendwie aufgehört nachher. Ich habe selbst LKW gehabt, ganz so Haufen. Sicherheitsdienst Revierfahren, ja. Warte mal, ich gehe da mal aufgefahren, Dominik, gell? Auf Ja. der Herüberseite. Ja. Ich gehe da eine rote Spur hin und fertig. Reich werde ich damit nicht. Ich kenne das ja. Dafür sage ich es ja. Sonst hätte ich es ja nicht gesagt, gell? Und sonst alles Palette, Jungs, mit alle. Und warte, Mücke, ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Dieselpreisen bin ich froh, dass ich nicht mehr bin. Ja, da hast du recht, ja. Aber ich fahre für einen Freund hin. Von mir. Für mich, ja. Warte, das war Deutsch, ja? Aber macht nichts. Ja, für dich ist es nicht verkehrt, für dein Geldbeutel. Ja. Von dem her. Als Speditionskaufmann für den Welt Nürnberg ist er. Naja. Mücke, bei welcher Spedition arbeitest du? Ich fahre, warte, ich fahre nichts über Spedition, ich fahre direkt. DHL. Ah, okay. Na, da habe ich zwar dreimal was von Stuttgart aber mitgenommen. Aber das ist auch schon fast 15 Jahre her, ja. DHL. Nach Wien habe ich da ein paar Mal was mitgenommen. Ja. Die für Studienstreifen vor ich ist vorgewendet um. Ja, ich hab's jetzt gerade da herunten nämlich gleich gemacht, gell? Das war glaube ich eh der letzte Acker, wenn man nicht alles täuscht mit der Pflügerei, gell? Ja, mal ich schauen. Ich glaube schon. Aber nicht Pakete, sondern die
Industrieware. Ja. Ja, weil ich im Sammelgut, glaube ich, mitgenommen. Ich kann das jetzt gar nicht mehr sagen. Das ist alles schon so lange her. Aber das war immer so ein Ausweichjob. Paletten, ja. Wir haben aber jetzt nur einen Vorsilo, gell? Na, zwar einen großen, also und einen kleinen. Dann werden wir einen kleinen das ganze Ding reinhauen. Naja, aber ja. Ja, hätte ich auch gesagt, ja. Ich glaube, dass er so putz überbleibt. Ja, bei mir auch. Warte. Normal macht es nichts, aber. Wo ich eine Gruppe, das ist das blöd. Ich hoffe, die Fahrzeuge sind nicht wieder zu laut. Aber, wenn wir schon sehen. Gut, die gehen ja eh. Nur wenn die Krawallschale wahrscheinlich daherkommen. Da sind die Kavene. Bist du bei das Wort? Ja, das kommt davon, wenn man liest. Hoffentlich kommen wir da jetzt raus. Nein, das wollen wir denken. Was bei der Mücke tue ich lesen, gell? Ja. Und jetzt bin ich sozusagen im Graben gefahren. Hm? Warum geht das jetzt nicht, bitte? Ah, jetzt geht's. Servus, Sven. Sven, grüß dich. Ich hänge nämlich in Chrome, jetzt habe ich nicht lesen können, aber der Mücke habe ich noch gelesen vorher. Dann bin ich in Chrome hängen geblieben. Ach, haben wir das Feld schon? Ja. Ja, dann. Habe ich ja gesagt. Ja, guck mal, da unten ist noch. Nein, das haben der Jockey und ich haben schon angefangen gehabt, oder? Ah, okay. Sven, was ist mit dir? Alles Paletti, heute ist der Steini dabei, der Dominik und sein Sohn, der Tim und der Jockey kommt dann, hoppala, ja, man sollte das nicht lesen. Der Jockey kommt dann etwas später, er ist nämlich noch beim Video machen. Genau, du sagst, du solltest nicht lesen und fahren und dann regen sie sich wieder auf, weil ich das nicht vorlese. Weil ich keine Antwort gebe, so. Alles okay. Ist passiert einmal. Bernd, servus, grüß dich, schönen Abend dir. Ja, ist alles okay, Bernd. Alles okay, dankeschön für die Likes, gell. Jungs. Ich reg mir nicht auf, du liest ja nur die Hälfte vor. Naja, schon ein bisschen was, gell? Aber, ja. Nicht immer alles, du hast schon ein bisschen recht, ja.
Warte, ich lese das und das brauche ich dann oft eh nicht vorlesen, gell? Waschen? Ja, waschen wird momentan überbewertet, weißt du? Energiekosten sparen, heißt, hat man auch gesagt. Dein Jockey ist ein Stöhner, weil der hat nämlich mein Johnny in der Reißen gehabt, glaube ich, vorher. Ich musste doch auch einen Daumen. Achso, danke. Ah, das ist schön und danke dafür, aber. Ist sogar mit dir. Wer ist. Hä? Schwarzmeier? Weiß ich nicht. Kenne ich den Schwarzmeier? Ich kenne nur den Schwarzmüller. Das ist mein Ableger. Aber es ist schön, wenn man da ist und ein bisschen mitschreibt mit der ganzen Community. Ja genau, weißt du, ich glaube, wir brauchen dann nachher noch einen Flug und deswegen haben wir gedacht, welchen nimmst du, welchen Ladewagen? Wenn ich es mir aussuchen konnte, die Menge ganz gern. Weißt. Aber ich glaube, wir müssen auch noch, Schwaden? Ja. Und die, achso, die hat ja keine, du hast ja die, Schwaderplage, Ding, Schwaderplage, ja. Ja, stimmt. Oh, ja. Nö. Okay. Dann, was tust du dann? Soll ich dann nicht oder wieder nehmen? Ja, gerne. Das denke ich mal wieder. Was? Ich nehme einen Schwader, kannst du. Hast du schon? Fertig oder was? Ja, drei. Ach so. Ja, dann können wir. Ich muss nur noch schwadern. Es lohnt sich auch nicht, sich aufzuregen, bringt nur eine Megakühe. Bisschen klar der Ladewagen für den großen Traktor, aber ja. Jetzt müssen wir warten, bis der Team kommt. Ja. Das aktualisiert sich dann ja, nicht. Auf, wenn du das stehen. Ah ja, warte. Ah, okay. So. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder, Wengel. Auf welchem Feld war er? 20, gell? 20, ja. Jetzt habe ich noch Zeit, wenigstens, dass ich schaue, wo 20 ist. Aha, der fährt da oben. Oh, beim Händler ist das, gell? Nein, noch ein Händler. Dann auch, ja. Also, da haben wir zwei Wiesen. Jeder hätte mal zwei Wiesen gehabt. Um 21 haben wir schon gemacht, gell? Warte, jetzt selbst nicht, gell? Und die haben wir uns jetzt gerade eingeschaltet. Die 21 haben wir noch nicht gemacht. Ah, die ist auch dunkelgrün. Nee, die ist auch noch nicht. Die ist noch nicht ganz reif, ja. Marvin, grüß dich jetzt. Das ist Dominik. Ah, servus, Marvin.
Naja, die Enten quaken. Also da geht's du auf der Map. Vögel zwitschern, was haben wir dann alles? Das hört man im Traktor drinnen. Ne? Auch nicht schlecht, oder? Ja, das war wieder den Schwarzen, habe ich nicht gesehen. Wow. Und Vollgas. Kommt man von Händler zu, wie nach, gell? Unten jo, kommt man beim Händler kannst du den einbiegen, sondern weiterfahren. Da kommt er auf seine linken erste Wiesen und dann geht es ein Feldweg rein. Ah, jetzt bin ich schon vorbeigefahren. Muss ich von unten zuberfahren. Geht aber auch, glaube ich, gell? Ja. Ja, da verschneit das. Ist ja kein Problem, Mann. Achso, ja genau, die eine Wiesen war noch nicht das weg, ne? Hoppa. Genau, ist der Stufenloser, ja. Du wirst gleich hupen. Oh, das schwört gerade auch uns da. Hallo Cavallo. Das sollten wir aber drischen, hat das keiner gesehen, gell? Oh, oh. Ja. Da drauf. Weil das geht aber. Ja, dann wenn wir das schnell führen, das geht eh noch aus. Hafer. Ja. Das müssen wir diesen Monat noch drischen, gell? Ist erst 14 Uhr. Geht schon noch. Ja, oder du holst, wenn du willst, den Mähdrescher. Und der Junior fährt dann ein, weil ich meine, den kann ich jetzt schwarten lassen, ein wenig, weißt du, was ich meine? Ja, eh, genau. Okay, ja. Und dann kann er ja dann iPhone mit. Wir haben auch, ja. Ja. Immer machen. Im der Rennfahrer. Ja. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen die Fliege stützen. Okay. Der ist ja noch jung, Leute. Ja, ich liebe die MP-Trax. Ja, ist eh nur halbert. Und gar nicht beim Lesen. Dankeschön, Mücke. Danke. Das sind die zwei MP-Bohrer. Ich die Halle ist da gar noch nicht auf, was ich gut. Wo ich hin will, wie meinst du das? Ernst? Na komm. Wir hätten den Nachbarort auch einen. Aha, okay. Jetzt sehe ich das eh klar. Ja, es sind aber schöne Bootsgarten. Aber wir in Österreich kommen fast keine davon. Und deswegen ist das auch mit dem MB so. Tanja, servus, grüß dich. Tanja, mein Mädchen, wie geht's dir? Ein Meter ist schon mal viel, okay? Von 77 habt ihr es, Bernd? Ah, Sascha ist aber noch nicht da. Ah ja, Schlüter, ich hör's eh, seht. Ah, den Favoriten mag ich eher die 312er von denen.
Also die gefallen mir besser als wie ein 615er. Der ist da hinten so ein Prater 615er. Der schaut immer aus, wie wenn ihm einer an einem Schädel gehauen hat. Oben drauf aufs Dach. Gut, alles gut mit Baby. Das ist gut. Das hört man gern. Na ja. Oh, da ist er ja schon, der Sascha. Servus, Herr Steinbock. Norbert, grüß dich. Jetzt rauschen sie alle ein. Ein schöner Abend und ein schönes Wochenende. Jetzt werden vergessen, ne? Unser Lieblings-Porsche. Du, einen Porsche haben wir selber gehabt, in Real, einen Traktor. Aber den hat leider Gottes mein verstorbener Onkel irgendwo hingegeben und wir wissen nicht wo. Sogar einen großen was geben hat für die Porsche. Also Stroh brauchen wir keinen, so haben wir gesagt, mehr, gell? Oder Steine? Ich glaube nicht. Stroh haben wir. Ich glaube, da kommen wir durch über den Winter, gell? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Na, macht nichts. Sagen wir, wir kommen durch und raus. Eben. Rohrablage anschalten. Na, probiert, passt. Master of Disaster. Servus, grüß dich. Auch dir einen schönen Abend. Wenn wir jetzt mal Stroh kaufen, ja. So wie in der Realität, gell. Die dann nichts überbleiben, dann schon wieder Lex. Wenn es sich nicht da geht. Aber ein Hafer ist das einzige, was man braucht, ein Hafer wahrscheinlich zum Verkaufen, gell? Ja, ja. Den Flugzeug drüber. Mein Raps oder so, da gibt es eine Ölmühle, ja, nicht weit vor unserem Hof dann. Mhm. Mhm. Ah, was hat es gesagt, Sanja? Eis in Körbchen. Mähdrescher muss den Affen besuchen. Hm? Affen? Hm? Komm jetzt, dann kannst du mit. Wie ich heiße, Didi. TI, ganz einfach. Aber das ist auch der Spitzname.
Also die Abkürzung sozusagen, mein Name. Also der Master of Disaster noch nicht lang da. Bei uns da. Der hat ja vorher eingeschrieben, Marvin. Schau mal, der hat schon ganz oben geschrieben. Und hat ganz freundlich gegrüßt, Marvin. Kein Grund zur Aufregung. Ja, dann geh mal in die Küche, was kochst du denn Gutes? Ich hab ja wieder einen Hunger, das kann's ja nicht sein. Das ist eh klar. Mücke, ideal natürlich. Man hört sich dann wahrscheinlich morgen oder so. Oder? Schönen. Servus, Mücke. Schönen Dienst wünsche ich dir noch, gell? Ist ja kein Problem, aber. Man kann ja nicht alles sehen. Eine Stuhle. Aha. Warte mal, was ist denn das für den Teil? Das ist ja ganz was anderes wie bei uns. Schnuse ist ein Waschbrot. Ah, okay. Danke. Also ja, auf der Wasch drauf ist, da gebe ich jetzt keine Garantie auf alle Fälle. So eine Scheibe Brot mit Butter ist das auf alle Fälle. Ja, das wird sie ja da selber machen, Kinder. Jetzt. Warte, das kriege ich gleich nicht von. bleib stehen. Irgendwas zum Essen. So sagst du es nur, Bett. Irgendwas zum Essen, ja. Das ist immer gut. Irgendwas zum Essen. Ham, ham. Hab einen Hunger. Aber das ist ja nichts Neues von mir. Anja, das hat er jetzt eh nicht gehört, gell? Der Sascha. Was ich gesagt habe. Robert weiß, was ich meine. Ja. Das, was zum Essen ist, haben wir schon gedacht, was du in die Küche gehst. Ach so, Dominik. Ja? Ja, ich wurscht. Du tust dir eins sagen, mein Krug, gell? Ja, ich lutsche schon das Lied da gerade rein. Mhm. Nein, dann fahr ich nachher selber her mit einem schnell. Ach, du meinst schon einen Hänger? Einen Hänger brauch ich, ja, aber der braucht gar nicht allzu groß sein, weil. Ja. Oh. Die braucht eine Kuh. Ja. Hoppala. Peter! Enkel! Oh! Servus, Peter! Einen schönen Abend dir! Ah, hier nicht, Peter! Sorry, das machen wir nur, wenn wir Community-Stream haben. Jetzt momentan hier nicht möglich auf der Talbach, das spielen wir nämlich auf uns selber. Jonas, servus, grüß dich. Aber wir machen öfters so Community oder mit der Asbach oder solche Sachen. Da gibt's was, da kann man dann mitspielen.
Aber da sind wir jetzt momentan auf meinem Privatserver. Den anderen, was ich habe, ist gut gekommen. Aber das ist eh oft zum Finden in Discord, der Link rennt durch. Da gibt es auch Ankündigungen für sowas. Oder am Kanal selbst gibt es auch oft die Ankündigung, wenn sowas gemacht wird. Ja, man, wir haben gesagt, dann am Freitag machen wir meistens jetzt was getrennt, aber nicht, weil wir besser voneinander sind oder irgendwas. Wir reden ziemlich viel unter der Woche, gell? Aber ja. Irgendwie haben wir halt ein bisschen auch natürlich was anderes einmal im Sinn, gell? Und nicht immer zusammen, nicht immer so zusammen, gell? Er mag einmal, das haben wir schon länger einmal gesagt gehabt, er mag einmal mit dem Basti was machen. Siehst du es? Wenn Jonas da die Antwort und vorgehe ins Bild rein, war nichts, nichts. Der mag einmal mit dem Basti ein bisschen was machen, weil das sind doch schon lange Spiele miteinander und so. Also, nicht mal, weißt du, man kann nicht immer alles miteinander machen. Morgen wird es eh wieder wahrscheinlich was miteinander geben, wenn wir sehen, was wir jetzt tun haben. Soll ich mir einen Hänger holen? Ich kann ihn jetzt dann einmal bringen, wenn du willst. Ja, wie du willst, ich kann ihn holen auch noch, oder wie du magst. Ja, warte, ich fahre jetzt schnell in den Hänger hin und dann hol ich den Hänger. Mhm, okay. Was, der ist kein Problem. Kommt man holen auch, ja. Norbert, der Didi braucht ein Pferd zum Reiten. Nein, ich hab schon in der Real gemalt gehabt früher. Brauch kein mehr. Und du spielst allein? Nein, warum soll ich alleine spielen? Jeder Team ist da, oder? Und Dominik, bin ich ganz deppert. Der Dominik ist da und der Jockey kommt auch noch gleich. Der tut noch grad momentan was machen. Nee, doch nicht. Okay, jetzt hast du alle gehört, ja. Der Joachim kommt dann auch noch gleich, der Jockey. Der ist noch gut zur Aufnahme. Ist eine Map-Use. Ist ja ganz schön große Wiesen da drüben noch, ne? Ja. Da war er fleißig mit dem Mann, bist narrisch. Mhm. Ihr wolltet so, als ob das. So, bitte? Nach nix. Didi? Ja. Gibt's bei euch auch, wenn man beim LKW gefahren gut fährt, dass man da, was weiß ich, einen extra Führerschein nicht, aber. Ja, Gefahrengutschein. Ein Gefahrengutschein brauchst du, ja. Das war ja. Ja. Dann braucht man da nur einen Gefahrengutschein, dass man dann alle Gefahrengüter fahren darf, oder gibt es da irgendwelche Abstufungen noch? Also jetzt bin ich ganz ehrlich, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Okay. Ich habe man selber nicht gemacht, absichtlich nicht, weil mich Gefahrengut nicht interessiert. Weißt du? Das sind so viele blöde Gesetze, so kurzer Führerschein zu nehmen und so hoch die Strafen bei uns, wahrscheinlich bei euch in Deutschland genauso wie bei uns in Österreich. Also, ja, ich habe ja gesagt, aus mit dem mag ich nichts zu tun haben. Ja, man denkt, weil heute so ein komischer LKW mit so einem komischen Aufbau da vor mir gefahren war schon, aber man denkt, da frage ich jetzt einmal den Experten sozusagen. Ja, nein, da brauchst du diesen eigenen Gefahrengutschein und diese eigene Kontrolle und musst alle, lass mich anlegen, ich glaube 5 Jahre mussten verlängern lassen, sitzt da von Kurs ein paar Tage und keine Ahnung. Aha. Ich bin Arsch und Friedrich. Der erste Saison, was der Depp da erzählt. Ja, was immer so viel Ahnung von nichts hat. So, bis der jetzt da daherkommt, kannst du ein Team ein bisschen zuschauen. Dann war dann zwar ein bisschen vor der Weiden, leider. Da warte, ich kann mal da reinhupfen. Das ist ein B. So. Sieht man mal wieder, was das wieder für ein Schlachtfeld ist. Ja, reg dich nicht auf immer.
Da in dem B ein bisschen tierische, bis ich da reinkomme. Jetzt zoome mich ein bisschen in die Höhe. Siehst du den Motor, wenn er nicht aufgehört? Den gibt es auch schon wieder mit F12 zum Drucken, gell? Mhm. Dann könnt ihr ein bisschen zuschauen. Ich hole mir ganz schnell ein Brot. Aber es könnt ihr ruhig schreiben, weil ich glaube, der Dominik wird schon lesen. Und wenn er es nicht lest, gebe ich dann später die Antwort. Genau. Junior? Was? Hat Didi jetzt meinen Betrag geschoben? Nee, vorgefahren hat er den. Ah, okay. Dann passt schon. Hast du auch schon Eis sammeln, Junior, oder? Ich bin noch. Oder bist ich bin du noch dabei beim Schwadern. Ah, okay. Da die schaut mir zu, wie so schön schwade. Genau. Volle Konzentration. Mhm. Fakt ist, du hockst jetzt dann nochmal in meinen Betrag da rein. Jo. Na dann, no. Mach noch erst fertig da. Ich hätte doch den grünen Schwaden nehmen sollen. So, oh, Timo da. Servus Timo, grüß dich. So, ich bin ja wieder da. Jetzt haben wir nämlich ein kleines Pulverlag noch ein bisschen Schädelwecker, wenn ich nicht dachte. Bei uns ist Wetterumschwung. Bei uns auch, ja. Ja. Und das merkt man, das merke ich gleich. Was macht ihr? Vorsilo, glaube ich, fahren wir das ein, ja. Aber wenn der Jockey kommt, werden wir sowieso ein paar Silo mehr machen, oder? Aber wir haben jetzt noch zwei Ladewagen. Braucht auch dann auch Arbeit. Ja, ich bin dann schon. Ja, so viel Gras ist das eh nicht eigentlich, also. Es geht. Das ist ja der, ein kleines Silo, machen wir das rein, gell? Ja, ja, genau. Ich hole mir dann noch so einen Silo-Schieber und dann
Und dann schiebe ich und dann helfe ich mit dem Eisammeln. Ja, das geht mir eben. Nur nicht hektisch. Nur kein hektisch. Ja, oh ja, was den kleinen Weg, weiß nicht welcher noch ist. Ich hab immer den grünen normal. Ja, wir haben nicht eh einen Hof steht. Der ist nämlich besser, der, als wie der blöde Ausklopfbohrer, der gerade. Ich bin doch schon fertig mit dem Schwaden. Ah. Aber da kommt viel, oder? Das geht. Die Schwaden sind nicht hoch, weißt du? Mhm. Ah, wenn was, kommt schon. Wärme war ja wohl über der Arme. Warte. Ja, ja. In Ladewagen, die wir nicht, kannst du ruhig einen oben mieten und Ladewagen, weißt du? Hätte ich jetzt noch nie gemacht. Was ist? Ah, auf der Talbach da habe ich immer so Zuckungen. Ja. Noch. Ja. Immer an verschiedenen, an genau dieselben Stellen. Mhm. Ob ich ja. bei dir am Server bin oder bei mir. Weißt du, ich habe immer gedacht, das liegt bei mir bei deiner Mutter. Nein. Das ist die Map selbst teilweise, gell? Ist auf der Aschbach ein bisschen auf manche Stellen. Dann ist auf der Hot Pelleran, auf der Originalen auf ein paar Stellen, gell? Das liegt an der Grundmap. Weißt du? Okay. An der Grundmap, da ist irgendwo was unten drinnen oder irgendwo ist so eine Textur, was dann leicht zuckelt. Ist aber auf die originalen Namen schaut. Und okay. Ganz arg merkst du es auf der Erlengrad. Auf der Erlengrad, ich weiß, wie die Originale heißt. Dort merkst du es überhaupt ganz stark. Auf manche Stellen, okay. Gell? Dann bin ich jetzt wieder. Ja, nein. Ich hab das schon mal probiert, alle Mods. So ganz leicht zuckeln tut's. Was tut's bei dir? Nur lecken, oder was? Nö, beim Junior ist nicht. Komischerweise. Es kommt drauf an, ob was für. Außer ich speichere dann. Nein, es kommt drauf an, ob was für ein Ding als man spielt. Was für Einstellungen. Ja, die gleichen wie ich, der Junior. Was schon bei mir zuckelt's öfter. Aber den zwei Grafikkarten hat er mehr Speicher. Vielleicht hat das doch damit was zu tun. Braucht es fast aber nicht, ja. Aber die ist die gleiche Grafikkarte? Nein, der hat A3060, aber von Asus halt. Achso, okay. Ja, meine ist ein MSI. Bin sowieso, wo ist eigentlich, das sind alle zwei gute Marken. Ich bin zwar auch ein bisschen mehr von der Asus begeistert, aber das ist die Geschmackssache, sonst gar nichts, gell? Ja, ja. Habt ihr Hofbergmann. Da erwischt den Verkehrten bei mir mit der Hofbergmann. Welche Karte wohnt das? Das ist die Handkarte, was du viel mit der Hand und mit dem Fahrrad umfährst, ihr Depper. Tut mir leid, diese Karte wirst du bei mir nicht finden. Können wir die jetzt nicht mal spielen? Nee, die haben wir nicht, Junge. Du musst erst ein Geld zahlen, dass die haben darf. Ach so. Nein, gibt's ja schon nochmal. Gibt's schon nee, ganz nee. So. Du musst in dem LSFM musst du Supporter sein und Supporter kannst du zum Beispiel werden, wenn du für 31 hoch 5 Euro zahlst, dann bist du Supporter von dem Kanal. Oder halt dann für ein ganzes Jahr so und so viel Betrug XY zahlst. Echt? Kannst nein. Du downloaden. Ich hab's jetzt gesehen irgendwo ganz normal zum Downloaden halt. Echt? Ja. Okay.
Die haben mich heute ein paar gefühlt oder was? Ich meine, das steht ja mal sowieso in die Woche, das ist immer so klar. Nein, da bin ich morgen in Salzburg, okay. Dann lass mir die Stierwasche schon grüßen. Jetzt wieder einmal umhupfen und wir mal Anladung haben wollen. Ja, da kann eh nichts vertören. Party Basti ist da, servus, grüß dich. Schönen Abend, ja. So. Servus. Warte mal kurz. Stehen? Wo ist er? Ah, hier ist er mit seinem gefahren, bin deppert. Warum? Ist er da nochmal schon? Ah, 105, hat er gestimmt, ne? War alles okay, habe ich unnötig mein verdächtigt. Na? Und ja, ein gebrauchtes, Jonas, oder neues? Aber wirklich nicht hoch, die Schwarte, ha? 100 mal. Oh. Ah, vergessen zu oben lassen. Ist nicht gegangen, der Knopf. Was für ein Opa Böttinger? Ihr braucht zwei Jahre, das ist ja fast wie neu. Teller oder Scheibenmähwerk? Böttinger, naja. Nationsgetreu. Bist ja auch nicht weit weg von den Böttinger, gell, Jonas? Na, oh ja, bist du ja drüben, Blödsinn. Ich weiß schon wieder, wo du bist. Oh! Jetzt geht's zu. Weil mit der Tastatur wäre jetzt voll, wenn ich zu tief greift. Die neuen Symbole sind nicht so schön, gell? Was da dabei sind. Waren groß und sowas, da muss ich mehr als schon gewinnen. Ja, ich sage, ich weiß schon, wo du daher bist, ja. Mir ist schon wieder eingefallen. War wahrscheinlich eine gedüngte Wiesen, gell? Oder? Keine Ahnung. Ja, da werden wir gleich einen Dünger noch drauf haben. Ja. Wenn ich mich kalt gar noch füllen, müssen wir schauen.
Weil der ist wirklich klar, das Wort, ha? Ja. Da ist überall drüben beim Heuer extrem viel runtergekommen. Mhm. Ist ihm, sind da die Schafe ausgekommen. Und der vorher das auch gefressen. Nee, die Biber. Die Biber, ja, der hat aber kein Grab. Ja, der hat die eigenen Biber. Das sind eigene gezüchtete. Ah. Fränkische Biber. Ja, ja. Das sind eigenes Zücht. Die Schwiegervater sei besten Freunde sind die Biber. Du. Wieso? Ah, warte, Entschuldigung. Entschuldige. Ich hab eingeschlafen gehabt. Der ist die Eche, selber. Ja. Und die haben nicht weit vor denen so ein ganz Flüssel. Und da ist ein Biber drin. Und die Biber stehen ja bei uns unter Naturschutz. Und der tut praktisch da fast jeden Tag, der da das Flüssel da aufstauert. Mhm, wenn das dann nicht mehr aufgestaut ist, dann läuft es bei meinem Schwiegervater in die Bude rein. Jetzt muss der jeden noch den seinen scheiß Biberdamm da auf Zeitenrahmen und Zeug macht. Da wurde die auch deppert, ja. Boah. Und den nächsten Tag steht er genauso da wie vorher, was? Drüben bei uns in der Nähe, wo ich mal vorbeifahre, ist so ein Bundesheer-Übungsgelände, gell? Und da geht ein Bach vorbei. Und dort hat der Biber jetzt schon mittlerweile, glaube ich, 7 oder 8 Bäume, aber große umgeschmissen, gell? Und die fliegen immer Richtung Straßen so rüber, gell? Naja, jetzt gibt es aber den Biber nicht. Entweder haben sie gefangen, haben sie ihn ausgesiedelt oder, ja. Da sind da so Granaten drauf, wenn ich weiß nicht, zwei Deppen zusammengefahren. Irgendwie ist halt der Biber auf einmal weg, weil es fallen seit einem Jahr, also einem halben Jahr keine Bäume mehr um. Ich habe immer gesagt, der muss schusssicher sein, weil die schießen dort mit den Panzer und so, gell? Der hat sich nicht sterben lassen, ja. Ich glaube, dass so Granaten abhanden kommen irgendwie. Ja, ja, ein bisschen muss man ja sein. Ein bisschen fleißig muss man sein. Was sagen wir so, wir bemühen sich, Bernd. Einen großen, genau. Den werden wir dann lassen für den Mais. Da haben wir dann eh einmal was. Oh, Junior. Ah. Was jetzt? Hengst? Ja, nur ein bisschen. Überlesen? Nächste Woche hast du den ersten Schnitt, okay. Ja, Jonas, das kann schon mal passieren, dass ich was überlese. Wie gesagt, wir bemühen sich fleißig. Der nächste, was noch drüber kommt. Ist er zu schwach, hä? Ist er zu schwach? Ich häng da hinten drin.
Ja, der ist mir zu laut. Das wird aber eh nicht mehr viel sein, das schafft es locker zu zweit, gell? Ja. Oder? Ja, ja. Weil ich glaube, da gehen noch Maximum 3 Hänger wahrscheinlich raus, gell? So was, ja. Was ist? Warte mal. Was geht's? Du hast ihn gleich gehabt. Ah, die Pickup ist nicht runtergegangen. Nein, es ist mir vorher passiert, ist auch hängen geblieben irgendwie. Erst. Ja? Nein, nicht du. Also. Du. Ist mir hängen geblieben dafür. Deswegen. Ja, hat's heute wegen was? Ja, ein bisschen, ja. Mein Bulldog, der rollt mit 200 auf Bremskraft, habe ich schon im VCA. Der rollt auch fast selbstständig nach vorn, weißt du? Mhm. Das ist halt, wenn der Server einmal umgestellt war, dann kann es da passieren, dass man es wieder neu Ding machen muss. Was. Vorne. Boah, das Bild gehört genauso wieder pflügt. Eieiei. Aber da werden wir schauen. Naja, wird eh nichts überbleiben. Pflügen oder dicken lockerer. Mach jetzt da deins. Das, was ich jetzt gerade rechne. Jo, das andere ja. Ist nicht notwendig. Das ist ein Blödsinn. Was ja. Also die Wiesen sind ein Blödsinn. Da kommt dann eh genug raus. Na, das weiß ich nicht mal, wenn noch ein Unfall passiert. Aber heute stehen die Chancen nicht so gut für den Unfall. So, und das kriege ich sicher nicht rein alles, das weiß ich jetzt schon. Ah. Macht nichts, die sind jetzt nicht fertig. Dann kann da einer abfahren, weißt du? Ja, nein, ist ja wurscht, die brauchen nur zufahren, ist ja nicht. Das geht sich. Am Flügel. Okay. Ja, Junge, nimm mal einen Tiefen, da 4 Meter. Ne? Ja, das war vielleicht ein wenig leicht schnell. Doch Unfall. Fast, ja. Das wollte ich zwar gar nicht, aber... Gut, aber der Tiefenlocker macht ja nicht mehr als 12 km/h, oder? Ne. 10 oder so. Ja. Das macht er. Ja, ich schau. Das ist ja ziemlich wurscht. Aber als erstes werden wir gleich einen Dünger draufstreuen, ha? Mhm. Der Kalk, ich muss mal schauen. Ich muss mal schauen, was das Feld überhaupt braucht, bevor wir da weiter dann. Pflügt? Nein, das muss gar nicht pflügt werden. Blödsinn. Und auch nicht Kalk, nur gedüngt. 6er Feld. Ist nicht notwendig. Mhm. Aber am 20, 21 und 20 könnte man Dünger drüber schmeißen.
Weißt du das? Mhm. Das könnte man doch mal machen, Kach. Ja, ja. Das war nämlich super. Mhm. Wenn ich abgegoten hab, dann werde ich mich mal so dran machen. Ist der Kalkstreuer da bei uns am Hof, ist der leer oder ist der ja, weiß ich jetzt nicht, schauen wir mal. Ich ja, jetzt schauen wir mal. Weißt du, das ist ja schon vorige Woche, wo wir den benutzt haben, gell? Ja. Habt ihr den Steirer 975? Nein, habe ich nicht gemacht. Der ist. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber der ist furchtbar passiert. Warte. Also der Mod, der ist. Weiß ich nicht, der kann nichts in meinen Augen. Der war schon 19er nicht besonders. Also mir gefällt der Mod selbst nicht. Ich hab gern Steirer, aber das ist nicht mein Ball. Vielleicht mag er sogar gut gehen, mag sein, ich weiß nicht. Also ohne dass du was machst, kannst du vergessen. Naja gut, der hat nicht mehr Kraft, weißt du was ich meine? Und der ist ja, ja nur ja. Für die Kleingeräte ausgelegt, also für das wird er sicher ja, gut gehen. Ja, aber so ein kleiner Welper, wenn ich den Brachen aufsetze zum Schweinestall voll mit Getreide, zieht der ja nicht einmal. Also? Im ersten Gang mit 3 km/h oder so. Okay. Aber die, wo den gemoddet haben, haben schon gesagt, dass die das ist letzte Mal ist, dass der in der Form, also den wollen die neu machen auf alle Fälle. Ja, habe ich gehört. Komplett neu. Ich kenne sie den Motor. Ja. Bin nicht mit denen befreundet. Ja, und dann habe ich von denen, aber den, der hat mir nicht zugesagt, muss ich ehrlich sagen. Überhaupt so eine Serie mit den Schräghaber, die was man. Hoppala. Das was mir eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin, gefällt. Du darfst jetzt keiner beleidigt werden. Ja genau, habe ich da jetzt auch eigentlich, Marvin, auf die anderen Spielstände. Muss ich dir ehrlich sagen, nur da jetzt nicht. Da spielen wir das jetzt so mal momentan, die Geräte, was da sind. Außer die 2 MP-Trax und die Johnny da. Aber sonst benutzen wir ein bisschen das, was jetzt da ist. Und schauen wir, dass wir immer Arbeit haben. Ja, das ist klar. Die Straßen sind kleiner als die Pkw. Ja, yeah, das geht's knapp. Ich hätte mich ja gefreut, wenn die 06er Serie bei den Deutschen da mal rauskommt. Scheide, ja. Scheide, auf die freue ich mich schon mal. Ja. Und auf die Schütte. Oh, ups. Danke. Bitte. Haben wir nicht geschaut? Schon? Ja, aber da ist Brat, ich kann nichts, ich kann nicht auf dem Gehsteig fahren. Ich war schon ganz rechts. Dann musst du eine geometrische Schmalle machen. Eh? Ach Gott. Du kannst über alles drüber fahren. Ich glaube, wir werden aber nichts daheim haben, dann müsstest du oben hinfahren zu den Händler. Weißt du, der Deckel, wo der Händler ist, davor ist das, wo man alles kaufen kann. Ich muss bloß schon mal das Gerät finden. In der Halle war der drinnen, oder? Ein grüner Amazone, der Ding ist voll. Ja, und weißt du? Ah, da, ja, jetzt. Der im Eck und dreht sich nicht. Hat er nicht gesprochen mit du, hm? Nee. Dann müssen wir wohl für das Getreide verkaufen, wenn wir nicht da aufschauen.
Mensch, alles mit Kohle immer. Furchtbar. Genau, mit Johnny und mit Fendt. Da hast du recht. Gut, dann werden wir den verkaufen wollen. Hafer, dann schauen wir mal, wo wir auch Geld kriegen für den Hafer. Ohne Gäste. Hafer. 2003. Kaisersmühle, wo ist die Kaisersmühle? Ei, das ist wieder nicht angeschrieben alles, gell? Das kannst du wieder suchen gehen. Bäckerei. Biogas. Naja, irgendwann wenn man es ja finden. Sägewerk. Das ist gar nicht. Dann Restaurant, Tankstelle, Bäckerei. Biber. Ja, irgendwann werden wir es ja da finden, oder? So, Komposter. Hey, da gibt es einen Komposter auch. Eine Kalkfabrik gibt es auch. So. Ich glaube, ich bin irgendwo vorbeigefahren. Ich finde das nicht. Kann es ja nicht sein, oder? Supermarkt? Baumarkt? Düngemittel? Saatgut. So. Ah, kommen wir nicht. Ich finde den nicht, ich finde den nicht, Steine. Jetzt ist noch da. Was findest du nicht? Ich suche eigentlich Verkaufsstelle. Verkaufsstelle? Kaisersmühle. Wo ist die? Kaisersmühle. Die sehe ich nämlich nicht. Baumarkt. Saatgut. So, Supermarkt. Der Supermarkt, das habe ich jetzt alles gefunden, ja. Die Biber weiß ich auch, wo das ist, aber Kaisersmühle finde ich nicht. Das kann es jetzt nicht sein, oder? Ich hab sie. Wo? 14, 13 oben im Eck. Ganz oben. 14. Ja, dort habe ich aber hin dann. Ach so, Kaisersmühle. Ich habe ganz was anderes gelesen. Eieiei. Wo wir schon dreimal hingekriegt. Okay, danke. Da will ich trinken, der glaubt das auch mit Lesen. Ja, ja, ja. Weißt du, wie das ist, wenn man irgendwo drüber fliegt? Und wahrscheinlich hätte ich rechts drauf gehabt. Na, bin ich auf der richtigen. Ja, eh richtig. Ist er mir Stau? Warte mal. Ja, weißt du, Wasser trinken, Wasser.
Aber dann haben wir ganz schön was dann anbauen, da sehe ich gerade, gell? Nachher. Jo. So. Ein Wodka, na dann. Wenn ich einen Wodka trinke, dann kannst du mich komplett vergessen. So. Mal schauen, ob ich, noch, ob ich da richtig bin oder nicht. Mal schauen, ob gut einer kommt. Spitzberger, Markus, servus, grüß dich. Schönen Abend, servus. Adi. So, und jetzt gibt es nicht gleich wieder aus. Didi. Ja. Ich dir den Hänger aufs Feld gefahren habe, da war der Hänger noch dann bei uns beim Hof auf dem Acker gestanden, da war Raps drin, das habe ich jetzt mal ins Silo gekippt, gell? Ah, okay. Das können wir einmal irgendwann zu der Öl wieder schaffen, dann was? Genau, richtig, ja, das war super. Wie viel sind drinnen in den Hofsilo eigentlich? Also, so Raps? Also Raps war es jetzt nicht genau. Warte mal, ich schau mal. Wir messen ja, was auch geerntet haben, Raps. Ja, warte mal. Ja, aber. Da messen wir 24.000 Liter ist das. Hafer 50.000. Ja. 50.000 Hafer? Ja, das kennst du Hafer kaufen. Da steht der Preis nicht schlecht, ja genau. Genau, weil dann kennt man nämlich Felder, wenn wir irgendwie so weit sein wieder dazu nehmen, gell? Ja. Weißt du, die da zum Dünger holen, geht so die Einfahrt beim Händler rein oder davor? Nein, davor der, weißt du, davor ist der Händler, ist die Beiwer, davor ist die Beiwer. Und da, da ist bei der Halle ist das der Punkt zum Außerladen, glaube ich, irgendwo, gell? Okay. Habe, ja, genau. Haha, habe die Ehre. Markus. Tada. Dann wir das gleich verkaufen wollen. Mhm. Aber die Ölmühle müssen wir erst das kaufen wahrscheinlich, oder? Boah, frag mich nicht. Ich weiß nicht, wie das da funktioniert. Normal schon. Ja, weil die Produktionen kann man zwar abliefern, aber ich glaube, das muss. Sind da aggressiv, die hat davor. Lieblingsnachbar Österreicher. Österreich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ist ja Dankeschön für die Likes. Jetzt hat's da was dann. Wahrscheinlich waren sie eh schon vorher, aber irgendwann geht das immer wieder mal in die Höhe und keine Ahnung. Ja, das kann es ja heute nicht sein. Ach so, ich weiß, nein.
Bei manchen Fahrzeugen geht nämlich die Umschalten nicht auf der. So, da muss ich auf den Joystick greifen. Bei manchen geht es dort. Ich hab da keine Ahnung, wo es das liegt. Ist denn da tue ich oft bremsam mit Umschalten? Da hat es was auf jeden Fall. Irgendwie, ja. Ups, gibt's da überhaupt jetzt noch eine Brücke? Ja. Ah, da ganz oben, ja. Und Markus, alles okay bei dir? Endlich wieder Wochenende. Mit dem was genießen können. Das war der Dünger, gell? Ja. <lacht> 20 und 21, gell, hast du gesagt, Dünger? Wo es die Karte gibt. Oh. Ja, auf die alle zwei Wiesen auf alle Fälle. Und auf dem alle zwei Wiesen und den anderen Nagel. Dominik. Ja. Boah, der blockt sich da auf. Aber so in Raps haben wir aber eigentlich gesagt, werden wir auch brauchen, Dominik. Ja, wir haben gesagt, den Raps für die Mühle eventuell hab ich gedacht. Ja, aber wir werden zu der Schweinefutterproduktion brauchen, oder? Was ist das gar nicht, Raps? Oh ja, Raps oder irgendeine Ölfrucht brauchen wir. Okay. Ja, dann. Aber da müssen wir mal hinschauen, ob da nicht eh schon was drinnen ist. Weil da muss Gärreste morgen fahren. Oi, oi, oi. Da kann ich meine schon. Futter. Nein, alles leer. Nein, da brauchen wir gar nicht. Kartoffel, Zucker, Rüben, Häckselgut. Häckselgut? Okay. Machen wir es halt aus Echo gut. Nein, brauchen wir gar keine Ölfrüchte. Über 40.000 Kubikmeter. Na brav. Das ist genug Arbeit, ja. Da bist du ein wenig beschäftigt. Das bringt es aber nicht den Eindruck zum. Ich glaube, der Markus ist ein Bayer, ja. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, genau. Ist dann aber eine große Biogasanlage. Jetzt schauen wir hin, die Öl, was wir da brauchen. Hm? So, Ölmühle. Wo befindest du dich? Ja. Jetzt gehe ich wieder so lange suchen, wie sie.
Die Ölmühle ist, wenn du vom Hof hinausfährst auf die Hauptstraße, ja, dann links abbiegen und Katzergro, das sind dann die hohen Silos und da ist die Ölmühle. Ölmühle, habe ich schon, ja, ja, ja. Hab's gesehen. Bin vorher kurz vorbeigefahren, ja. Okay. Und da kommen wir die Paletten raus. Ja, den musst du kaufen. Um 95.000, genau. Den musst du nämlich kaufen. Mhm. Habe ich mir nämlich gedenkt. Den musst du alle kaufen, die Produktionen, wenn du was machen willst, weißt du? Ah, okay. Die Arbeiter haben wir 3.000. Ach, du Scheiße. Oh ja. Okay. Das, okay. Das ist aber ein Riesending. Ja. Nix ganz. Von wo aus Bayern bist du da? Markus? Also Landkreis. Land ja. Bist du ein Tiefenlocker geflogen, ja? Tiefenlocker. Und muss man doch flügen überhaupt? Nö. Ja, dann nehmen wir. Aha. Naja, müssen wir oben raus. Ich hab's noch mal, als ich so gesagt hab. Ja. Pricing, okay. Aber 3.500 Ochsen, das ist schon eine Hausnummer da. Sorry. Ist er wieder da. War kurz. War kurz, sinkt man gar nicht. Ah. Freising. Freising, wo liegt denn das, ne? Hättest du es nicht mich fragen sollen. Also ich war schon mal in Freising, ich schätze da Richtung München irgendwo in der Region. Okay. Grob gesagt. Der Park alles für die Wiesen. Aber der wie Hektar Hopfen da Wiesen. Da bin ich jetzt schon offen.
Das ist genug, ja. Ja gut, wenn du so viele Rindviecher hast und so viele Dinger, ist das eh klar, dass du extrem viel Wiesen brauchst. War dann geschrieben, wie viele Hektar die? Mhm. Sechs nehme ich nochmal. Bis jetzt noch nicht. Ah, okay. Ein Gurt nehme ich übrigens. Okay, 1000. Na, ein Wurstbrot. Boah, 1000 Hektar. Eigen. Okay, 1000 Hektar Eigen. Und wahrscheinlich noch 1000 dazu gebracht hat. Nehme ich mal an. Wie viele Leute arbeiten hier in dem Betrieb? Markus? Die Ochsen sind für das Oktoberfest. 1000! Na bravo! Ja. Das ist ein bisschen Oktoberfest. Da war jetzt eh genug Ochsen davon, oder? Der Politik. Braucht es nicht noch zichten. Ja, ja. Da braucht es nicht noch zichten. Ja. Solche Ochsen wie wir auch haben. Ja. 45 Grad. Ach du Kacke. Ja, bei 2600 Hektar bist du deppert. Dass du in Bayern überhaupt so große Betriebe gibt, habe ich gar nicht gewusst. Ich glaube nicht einmal, das sind die Größen, es gibt sicher noch größere. Wahrscheinlich nicht mehr. Mehr. Aber eine Geschichte ist da umgestellt, ne, glaube ich. Ja, genau. Aha. Da muss ich meinen Vater fragen. Markus, eine blöde Frage. Bist du zufällig auf drei Landkreise. Ah, der ist auf drei Landkreise verteilt. Okay. Zufällig in Discord, ja? Also da würde mich mal so Fotos, die würden mich mal interessieren, so verrückt. Ja. Die interessieren mich, auch, ja. Mich mehr als wir von Gameplay. Wenn man es leisten könnte, dann würde ich das da nicht im Spiel machen, sondern alles real. Das geht leider nicht. Heben wir uns fürs nächste Leben auf. Mhm. Er tut die ganze Ecke ginge eigentlich, Dominik. Ja, ich mache in 16er und in 7er.
die Wiesen, die eine, weißt du, die, was noch nicht ganz reif ist, vielleicht geht der auch noch, weiß ich nicht. Ja, die, wo noch nicht ganz reif ist, hab ich eh schon. Ah, die hast du schon, okay. Ja. Dann kommt wenigstens doch ein mehr raus, warte. Ja. Genau, die 20 ist jetzt wohlgedingt. Aber schauen gehen. Was wir überhaupt besitzen da. Ah! Ja. Da verkehre ich ab. Abgeerntet. Lauter Black Beauty, okay. Lauter schwarze Fan. Eins null siebenhundert Bande. Servus. Eins null siebenhundert Bande. Ja. Sie hat sich so fast so wie noch der Emily. Oder Carmen? Hä? Carmen vielleicht? Weil ich habe ja beim Holzbuben da gesehen. Ah, das kann auch sein, irgendwie. Ja, okay. Okay, das ist schon. Jawohl, für den Servus. Oh, der Ritschi. So, aber war ich beim Schauen, wo es uns gehört, gell? Ach, Didi, ist das Silage? Junior, haben wir das Silage schon festgefahren und so? Nö, mach ich aber als nächstes dann. Bin okay, ja. Ich für die Didi jetzt auch nicht so, aber in annähernder Zeit. Ja, da kommt ganz schnell in den Korn, ich mach mal die Silage als erstes, das muss ja noch gehen. Ja, der muss gehen, genau. Ja. Das Pflügen ist gar nicht so tragisch, weißt du, was ich meine? Ja. Jetzt ein Anbauen da hat sich. Jogi, ja, ist schon da, schon. Der ist schon fertig mit der Aufnahme. Servus, Jogi. Servus. Ah, schon. Ja, Didi, da kennten wir rein, der ist jetzt bei so einem Ofen, muss ich mal gucken. Ja, jahreszeitenmäßig. Ja, da haben wir noch. Hanselein? Welcher Hanselein? Der ist halt momentan nicht da, der Jensi. Weißt du, den meinst? Oder hast du einen Hansi, den was ich nicht kenne? Hängst du schon wieder? Nee. Doch. Komm, 10,50 ist ein Silo, man arbeitet ja. Ach. Ja, wie gesagt, ja, Markus, wenn du mal Lust hast, kannst du gerne mal ein paar Bilder einstellen. Das hätte sie. Also ist recht interessant da.
Guten Abend, die Damen und Herren. Hi, ja, Jogi. Die Gottwein, Schreiben und Wunke, kommst du zu deiner? Hat sich gerade übrig. Achtung. Jo. Was musst du fragen, Markus? Ob es eine Stunde darfst oder wir die Bilder oder wie meinst du das? Bei mir im Discord darfst du es eine Stunde. Na, von deinem Chef, wenn er umstellt ist, wird dein Chef fragen müssen, was du da. Ah, okay, ja. Ist schon klar, ja. Ist logisch, ja. Passt schon. Passt für Markus. Wie wird denn das dann verdient? Denny, du hast noch 220 Liter Diesel. Ja, und? Du schickst noch. Genug wird sein. Ach so, ein staatlicher Betrieb. Okay, gut, dann ist mal klar, ja. Das ist dann klar, Markus. Bist das du Jogi, oder? Ja. Hm? Was sagst du dem? Bist du sie davon? Oder? Na, tu ich nur. Machst du noch fertig, jetzt noch dankbar? Ganz genau. Wenn wir dann aber wahrscheinlich Bierig spielen können, nachdem wir mal stark machen. Nein, ich glaube noch. Ja, das und das gehört ja noch klar, das ist ja uninteressant. Das kann man machen, ja. Ja. Als eine haben wir jetzt auch draußen. Da ist der Kalk drin, den brauchen wir jetzt auch nicht. Und dann fehlt den nicht mehr. Wenn wir nur schauen, bis das jetzt dann zusammentreten ist. Also da steht nichts über den Deppert. 50%. Da haben wir jetzt nur das Groß eingefahren, ja, ein bisschen. Dass ein bisschen ein Salage da ist, was? Mhm. Also, man tut das. Gut schon. Gut, dann kann ich ja Bayern Rauchzeichen geben, ganz kurz, oder? Nehmen wir mal an. Du das.
Es ist wieder ruhig. Oder täusche ich mich? Seid ihr noch da? Jo. Hi. Erzähl's mal was. Was gibt's Neues? So, wieder da. Ich sehe wieder da. Ah, passt. So. Den Erwin habe ich nicht erwischt. Mit dem Rauchzeichen wird er in Sonderschicht. Jetzt habe ich schon ein paar Hutsbuben gelesen, nämlich dafür. Wo sein Dominik? Noch am Dungerfeld, aber wo ist der? Ah, da ist er schon. Singen schon. Er hat gesagt, immer, ich komme zu Wort. Ja, passt schon. Dass wir wissen, wegen Tiere dran, was? So zudeckt ist jetzt da, gell? Weil wenn man nämlich Tiere dran, dann können wir nämlich auch ein paar an. Deswegen meine ich. Der Mais müsste dann auch gehen, nehmen wir an. Jockey. Das heißt Mais ernten oder wie? Oder Häckseln? Häckseln. Das brauchen wir. Ich brauche ein Häckselgut, was der für eine Futtererzeugung. Brauchen Futtererzeugung. Haben wir Mais fällt noch, oder? Normal schon. Hey, machen wir jetzt hoch. Ich glaube eigentlich schon. Dass man es haben. Mais fällt schon, aber nicht im Besitz. Achso. Ist da nur eins, 13 da. Gibt nur eins, gell? Ja. Aua. Für das haben wir zu wenig gehört. Das sind noch Reifen. Ja, wir haben jetzt sonst gar nichts, was wir haben, ist gut. Wir hätten Hexens mit so einem komischen Direct-Disc-Mähwerk irgendwas niederfahren. Hafer oder so. Wenn wir noch haben. Na gut, das haben wir jetzt auch alles abgeändert, weißt du? Ja, weil der gehört als Agrierner gemacht, oder? Normal hätten wir den als Agrierner machen müssen. Was? In Hafer? Ja, ich schau mal. Was ich weiß. Ja. Warte mal, was kann uns überhaupt noch?
Ich sag's, 21er wird dann wahrscheinlich reif sein, wenn man 4 Draht. Nehmen wir mal stark an. 21, das Gras da, ja. Aber ist wurscht, wir können ja ruhig das 5-13er auch kaufen, weil wir haben eh noch keinen Kredit im Prinzip genommen. Wir haben null Kredit, weißt du, was ich meine? Ja. Yep. Es war ja von der Seite her kein Problem. Ja, bei schauen wir. Da müssen wir uns dann aber noch ein paar Hänger holen, wenn wir hexen. Ja. Warum? Sein Hänger da, oder? Fürs Hexen aber nicht. Warum nicht? Die Dinger kannst du da nicht mehr. Eben, das sind die Ladewagen da, oder, ja. Mhm. Und bringst den noch zwei zusammen. Einer fährt mit dem Häcksler, zwei fahren noch und einer hat den wahrscheinlich zum Verdichten zu tun. Den Notfall vor allem mit Drescher müssen wir wurscht. Ja. Oh. Nein, machen wir so. Was kostet der Ocker? Schauen wir mal. Was kostet das Feld? 163. 163. Und der Aua. Ein bisschen aufgeschlafen. So, nimmst du nicht, Joachim? Moment. GPS? Wieso GPS? GPS auf dem Motor. Was haben wir? Passt, dann werden wir aber gleich mal Viere dran. Ist er voll gedüngt? Da haben wir, ich weiß nicht, was Fuchsen suchen. Das habe ich natürlich nicht geschaut, ob der voll gedüngt ist. Und außerdem haben wir keine Pflegeraffen, wenn er um hat. So, Unkraut. Ja, voll gedüngt. Unkraut ist um. Geht schon. Wurscht. Wird schon was rauskommen. Neben der BGA. Warum? Der einen starken Traktor mit den 6-metrigen, der muss ja der Packer normalerweise, oder? Ja. Ich geh mal schon. Kurze Frage, was machen wir jetzt? Hm? Was machen wir jetzt? In Mais werden wir mal nieder. Ja, nieder... ja genau. Aber hier war jetzt vor Bagger oder irgendwas gleich. Nee, das Bagger ist... habe ich nichts. Ja, wer hat von Bagger gesagt? Ganz ja, pflanzen sie. Nein, ich habe gesagt, der baggern wir das, ja. Das heißt bei uns, er wird es schaffen. Ja, weißt ja. Der größere haben wir denkt mit den Fronthäcksler einfach nehmen. Was den mit dem 6 Meter Schneidwerk. Wie viel PS braucht denn das? Weil ich glaube, das wird billiger sein zum Mieten, ha? 6 Meter oder 4. 4 oder 6? 4,5 hat es auch nicht. Das braucht 375 PS. Boah. Also steht da, ne? Kann schon sein, dass es jetzt zieht, aber halt. Weil der McCormick, der hat ja nur, was hat denn der? 210. Hast du jetzt einen drüber lassen, oder was? Nö, gar nichts hab ich gemacht. Irgendeiner hat aber was gemietet. Ich nicht. Nö, das war die Stunde ist rum, weil ich meinen großen Fluch gemietet hab. Fluch, aber mein Tiefenlagerer. Ja, du musst jede volle Stunde zahlen. Wo fährst du mit Tiefenlagerer? Du hast einen Gruppe. Eine Gruppe, ja, Mann, ja. Denke ich mir jetzt. Ja, wurscht, schauen wir auf mit denen, weil ich glaube, wenn wir einen Häcksler, wird ein bisschen zu teuer werden, hä? Oder nehmen wir einen Häcksler? Einen kleinen, mit 6 Meter. Du meinst einen Big X, gell? Jo, einen kleinen. Ein Fendt. Ist nein, Ganze. Gib mir Ruhe mit dem Feind. Jo, kann Katan. Okay. Achso, das ist ja gar nicht meiner. Aber der günstigste war der Jaguar. Ist ja wurscht.
6 Meter mehr brauchen wir, oder 7 Meter, was da gibt. Nehmen und fertig. Okay, dann nehmen wir einen Jaguar. Es ist Mitternacht, bis wir da weiterkommen. Kannst du nicht so viel. Dann. Schneidwerk. Jo, warte, mit 9 Meter, Markus, was tun wir da? Achso, das geht wieder nicht. Oh Gott. Hm? Nein, der Markus hat geschrieben, mit 9 Meter. Und Jaguar und 79 oder was hat er geschrieben? 89er. Also Originalschneidwerk. Das war bis 57. Jo. Scheiße, Mann. Was hast du? Ach, jetzt wollte ich durch die BGA, da kannst du durchfahren normalerweise, aber wenn du die nicht kennst, dann geht das Tor nicht auf, verstehst du? Ich stehe jetzt genau vor dem scheiß Tor, Mann. Da muss ich mal schauen, wo das Feld überhaupt ist. Das war das 14er, gell? Aha. Ja, du bist... denn? Aber wir hätten ja unten, kannst du ja unten reinfahren, oder? Ah, 13, ja, unterhalb von Ding, so mein ja. Titi? Ja? Ist da irgendwie an dein Mod drauf, oder was? Ich wenn jetzt zwischen vor und rückwärts hin und wieder schalten, du, dann schaut man der hinten aus oder vorne aus. Das ist die Einstellung von der VCA, dann hast du verkehrt reingemacht. Bei der VCA okay. Steht, kurzer Blick nach hinten oder zurückschauen, dann hast du auf eingeschaltet. Aha. Das ist schon immer so, das ist seit die VCA schon oben ist, gell? Das kannst du einstellen, auch bei außen, auch bei innen, das kannst du bei allen einstellen, gell? Aha. Wenn du dir irgendwie das in Singleplayer machst, wenn du es so abgespeichert hast, unwillkürlich, was zahlt sich dann im Multiplayer nämlich auch mit, um da vorzukommen. Aha. Achso, du hast wenn da durchfahren und hinten raus, oder wie? Genau, genau. Schauen wir mal, je nachdem, von wo der Jockey kommt. Ja, der wird von oben daherkommen, im Jahr. Ja. Oben? Ja, wenn du von Händler kommst. Ja, sicher von oben. Jetzt musst du aber schauen, dass du rüberkommst da. Hallo? Recht neu. Du musst rüberkommen da. Nein, das ist ja nichts. Ja, ich weiß, dafür sag ich ja, da fahr ich beim Wald rüber. Geht's hier aus. Ja, schieb zurück, jetzt kann ich nicht mehr, hm? In Kresten gehst du drüber vor der Sauber, ob das gut geht. Nein, es geht doch nicht gut. Was sag ich ja, ganz hinten kannst du runterfahren, da ist alles frei. Ich weiß nicht, dann kann er mich auch auffahren, Didi. Da sind Jockey auf der Stadt weiterfahren und hinten kann er dann hinten auffahren. Ja, weißt schon. Keiner fahren mir auch. Ja, ja, auch im Vorauf, okay. Was ist der billigste der Glas? Das war der billigste, ja. Okay. So fangen wir nicht oder an? Der Oma hat fangen wir beim Spitz Omat, oder? Okay. Ziemlich der größte Häcksler, na ist ja wurscht. Ui, mit kurzen Rohr hast du ihn auch noch genommen. Na schauen wir mal, ob das geht. Da, Bier fahren wir.
Der rechts oben? Ja, oben, fahr gerade oben. Ist der Richtung, meinst du? Ja, wie heißt denn der Häckselfahrer? Du oder ich? Ja. Ja. Ich glaube aber, Tim. Ja. Ich glaube, da kommt, dass du da ruhig einen mitten Anhänger, aber nicht so einen großen, oder? Einen billigen geschaut. Ja, Alter! Scheiß Steiner da. Ja, weil wenig kommt da gar nicht runter. Zwar nicht viel, aber ja. Achtung, da vorne ist wieder ein Stein. Ich sehe schon, ja. War dann Topfen zusammen. Nicht du, der vor dem Traktor. Ah, okay. Ja, weil er die Umschaltung so nicht nimmt, was? Ich bin gleich voll da, meine ich. Jo. Voll, Joachim. Ja, nächster zum Haarschneiden. Ja, es ist schon hinter mir. Ja, unten, Joachim, tue ich aber zweimal um, gell? Ganz unten. Zweimal quer. Mhm. Ja. Jawohl. Und einmal, rundum ein Dumpf von der Folie. Ja, sowieso. Ja, dann fahren wir gleich zweimal quer. Mhm. Ja, dann schieben wir gleich zurück wieder. Oh. Da fahren wir ganz schön weit, das ist gar nicht so, so knapp. Komm in den Chat rein, da war. Warte mal. So. Jetzt? Was? Ja, wo ist das in der VCA jetzt ausgeschaltet worden? Also, das ist. Ja, ja. Rückwärts schon. Ja. Also, ich fahr sie noch durch, fahr sie noch mit dem Bad. Bitte schon wieder. Sorry, bis ich da aufgekommen bin, ist wahrscheinlich der nächste Herbst, der übernächste Herbst schon cool wieder. Voll.
Hoppala, es war der verkehrte Weg. Es war ein Rumpel mit nichts. Da bleib am besten hinter dem Schneidwerk. Das war ein Wort mit X. Das war wohl nichts. Wo ich reingefahren bin. Wer auch rundherum und umfahren können. Didi, hast du jetzt ins Gas, lange ist sie da reingefahren, oder? Das ist jetzt in anderen, in Vorsilo, was anderes ist ja zudeckt schon. Ja, ja. Den Kleinen haben wir schon zudeckt, weißt du? Der wird schon bald, naja, zwei Tage, glaube ich, dauert, ein Monat dauert es, oder eineinhalb Monat. Irgendwie so, ja. Da war's, ja. Wo seid ihr jetzt zwei auf welcher Seite? Wieder da oben, wo wir gestartet sind. Dort sind wir gleich. Da fährt man jetzt die Stoppeln zusammen, oder wie? Ja. Wieso das? Was tut es jetzt zwar? Ich glaube, ja, auf der anderen Seite hat es besser zum Überfahren. Hm? Wieso? Warum? Hm? Ist ja wurscht, oder? Deswegen länger. Ja. Was führst du nach mit der Hälfte? Wie viel bringst du denn rein, Tim? Ich habe jetzt 89%, 90 jetzt gerade. Voll. Hat sich der Tempo bombardiert und mich eingeschaltet. Was der dran an gerade oben? Und wenn ich stark am Knopf dran. Was geht der? Öfe, gell? Oder 12? 10, 10. 10. 10 noch, okay. Junior, sei stall. Wieso? Was ist mit dem? Ja, da fährst du entlang. Das weiß ich doch. Achso, aber ich bin jetzt ja gerade vorne und du bist mir entgegengekommen. So, ich bin schon kapiert. Weißt du, ich komme auch von der anderen Seite, aber einmal von da, einmal von dort. Wie ich gerade stehe, gell? Das ist der Pam, das habe ich gewusst. Ich habe das genau gesehen, dass das nicht ausgeht, aber nein. Von mir gleich aufhören, oder? Ja. Ich geht schon. Ich bin schon da. Ja klar, weil es bleibt ja sonst nichts über, warte.
50% habe ich drin stehen, gell? Jo. Ah. Schnell! Tempomat hat es nicht genommen. Ja, ja. Das übliche Problem, was man mittlerweile hat. Immer noch. '97, '98, '99, voll. Attacke. Normal das Ding. Das ist der Zaun. Ja, und der Tempomat rennt weiter. Na geh. Schau, der rennt noch immer. Ah, rückwärts. Jogi, wo ich? Ah, du drehst da, okay. Wir mal gleich umdrehen, ja. Das kann's ja nicht sein. Was spinnt denn da so? Es wird Zeit, dass die Update rausbringen, aber das ist ja nicht normal. Echt? Folgt dem jetzt VCA da wieder. Habt ihr schon mitgekriegt, dass ein neues DLC ist auch schon bei Steam Einpflicht auf alle Fälle, also da wird es dann immer lang dauern. Ach so, habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht was. Ja, ich schaue nicht auf das Ding. Das ist das. Ja, darfst du. Wärst du schon wieder zurück so? Ja, ja. Okay. Niklas. Der Kleine mag auch runterfahren. Wenn der an die Strecken hin würde. Achtung, Jünger, ich will da rechts weg. Da vorne ist eine Leitplanke, sonst komme ich nicht mehr rum. Wir werden da so einen Haufen hergekippt. Ja? Ist das der Brandner Bauerbusch da oder was? Der was sagt. Okay. Ich bin nicht. Ich weiß nicht. Oh ja, jetzt hänge. Super. Na geh. Ist ja nicht. Ja, da müssen wir aufschieben, das weiß nicht. Gehst ja. Okay, Markus, dann wünsche ich dir was, gell? Eine gute Nacht dann auf alle Fälle, gell? Mit viel Spaß und man kann Ehreste fahren. Niklas! Na komm her, wenn's magst. Kurz darfst, komm. Ja. Hallo. Hallo. Getcha. Ja. Oh. Was? Oh. Ah, geht's.
Oh, was? Geht? Ja. Wenn ja, vor hinten rein, weißt du, was ich meine? Vorne ist ein großer Haufen, vor hinten rein. Ja. Mensch, jetzt muss ich umdrehen. Wieso musst du umdrehen, Niklas? Ich bin in die falsche Richtung gefahren. Geht nicht. Komm mal hinter, ne? So, bin wieder da. Kennt sich auf der Welt nicht aus. Oder wahrscheinlich fluchtet wie ein Weltmeister, ha? Huh? Na, no, ist gar nicht. No. Ja. Er hat mir gesagt, er hat sich verfahren. Dann müssen wir wieder zurückfahren. Ja, eine Viertelstunde werden wir nachhängen und dann wird es für heute gut sein, gell? Boah, mir reibt es jetzt ordentlich her. Bin am Vierer schon wieder auf, Alter. Das heißt, am 4. heute ein bisschen sogar ein bisschen früher. Morgen muss ich auch zeitlich auf, wenn das funktioniert. Mhm. Ich habe mir ein Leihauto genommen zum Oberfall. Genau. Achso. Und ich hätte gewartet noch was? Ja, irgendwann nachmittag am späten habe ich gesagt. Ja, nun, der Herr Leihauto. Achso. Du ist das. Also, ich meine, du bist gut. Hoppala. Na, jetzt schon, ich hab schon gesehen, ja.
Voll. Jetzt hat es mich momentan ordentlich gepackt gehabt. Wieso? Ja, so ein paar Mal war das so. Wir sind eh gleich fertig. Ja, der ist fertig. Hm? Ich glaube nicht, dass wir das fertig bringen, oder? Also, da sind wir. Sind eh schon schnell unterwegs. Dominik armiert oder was? Was ist die? Du armiert? Du auch müde? Ah, es geht noch. Aha. Oh, die Pfälzer. Grüß euch! Servus! Dankeschön! Servus! Ja, war ich auch da drüben? Oder falls es aufgehört habt, ich weiß gar nicht. Jetzt kommt der Wind wieder draußen bei uns, gell? Boah. Nein. Ah, schon aufgehört. Na, doch. Oh, das ist niedrig viel, schon, oder? Ich das bin fui. Hallo, hallo. Siehst du das nicht? Ich hab auch nicht geschaut. Jogi hat sich jetzt auf die Texturen konzentriert. Ach so. Ich hab nämlich auch nicht geschaut. Ja. Jetzt habe ich den Zahn überlistet. Da ist jetzt bald kein aufgekommen mehr, ha? Ne, deswegen bin ich jetzt so stehen geblieben, weil da muss man jetzt auch schon mal schieben. Aber ich glaube nicht, dass jetzt um überhaupt was da zum Schieben. Ich kann ja schon mal mit dem McCormick da probieren. Ich habe schon probiert, also ich bin nicht weit gekommen, weil wie ich dort gewesen bin, ich bin nicht einmal aufgekommen, richtig. Die kommt auf, Junior. Ja, ich bin auch aufgekommen, aber ich bin ein Hänger. Hallo.
Ja, wenn sie dort so mal schütten müssen, brauchen wir wahrscheinlich eh. Ein Radlader. Oder mit Frontloader dann was? Mhm. Ich habe in der VCA alle hat eine gemacht, bei Sperren. Mhm. Dafür bin ich aufgekommen. Ach, ich habe keine, nichts neu. Oh ja, wenn du das einstellen, VCA einstellen und ganz unten auf einen. Ja. Was denn mit der Sperre am Feld fahren wir nicht, sondern der, da haue ich es eine hinten und vorne so und dann geht das. Oh. Irgendwann werden wir es schaffen, dass wir gehen. Hoppala. Genau, fahren wir Vierer. Ah, ich glaube, du kannst es besser wie ich. Warte mal, Jünger, du kannst noch nicht. Gleich kommt noch auf. Soll ich eben beim Festfahren, Didi? Jetzt schon, nein, kannst du auf. Achso, ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Ich hab's noch mal wollen verteilen, warte ein bisschen. Ich hab jetzt gar noch nicht geschaut, wie viel wir haben. Ich hab's nämlich nicht einblendet, weißt du? Ich auch nicht. Aber wir müssen schon kippen können. Den nehmen wir auch Seiten auf alle Fälle, gell? Ja. Links oder rechts ist wurscht. Welche nimmst du? Jetzt schon vorfahren. Dann warte. Ach so. Vorne. Meine weiter zu noch kippen. Achso, du hast noch was oben. Ja. Den muss probieren, den langsam mal durch den Silo durchzufahren, gell? Ja, ich bin das mal ein wenig schnell gefahren. Dann geht das schon. Dominik? Ah, der ist auch gerade weggegangen wahrscheinlich, gell? Ja. Was gibt's? Ja, geht schon. Ich hab mir nur gedacht, du bist etwa zweimal im Spiel, weil du da nicht stehst dafür. Nein.
Ich bin jetzt sowieso raus. Ja, wir sind eh ja schon. Sag ich ja, die 1 Minute bei einer Umme. Ja. Wir haben gesagt, es hätte nicht so lang, gell? Mhm. Es langt für heute. Ich bin ein Hundsmiert, ich sag das ehrlich. Bringt es eh nichts. Nein. Geholt. Nein, es hat keinen Sinn. Macht er dann keinen Spaß mehr, wenn das mit Gewalt niederpegelst, das ja. Da kommt er dem und da geht er hinterher. Und lass mir sich der Strafer lieber und fertig. Mhm. Ah, so. Na dann gut, Leute. Dann sag ich euch was. Gute Nacht. Dankeschön fürs Zuschauen, für das Like und für alles. Wir hören uns und sehen uns morgen oder übermorgen oder beide Tage. Werden wir schauen, wie es jetzt ausgeht bei mir. Gut, danke schön nochmal. Gell? Viert euch, tschüss, gute Nacht. Servus. Ciao, ciao.